Seid gegrüßt, liebe Freunde des HSV und der Rautenperle. Herzlich willkommen zu einem neuen Video der Rautenperle. Wir wollen uns mit den Leistungen des HSV-Kaders 2019-2020 beschäftigen, die in eine sogenannte Tierlist einordnen. Und was das genau bedeutet, seht ihr gleich. Hallo aus dem Rautenperle-Studio. Wir sind im Sommermodus und wir haben uns in trauter Redaktionsrunde versammelt. Lars ist bei mir. Schönen guten Tag. Hallo. Hallo. Hallo Lars. Hallo Kevin. Schönen guten Moin. Tag. Moin. Grüß euch. Moin. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und wir wollen uns wie angekündigt mit den Leistungen der HSV-Spieler der vergangenen Saison beschäftigen. Natürlich die rein fußballerische Leistung und auch die rein subjektive Meinung von uns allen hier, die muss auch nicht übereinstimmen. So, wie das funktioniert, gucken wir uns jetzt mal an. Das zeigt uns jetzt der liebe Kevin mit einem Druck auf sein Smartphone. Mhm. Ha! Guck mal hier. So, das ist ja verrückt. Hier oben, da so, da, nee, andere Richtung. Da, 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 nee, da. Also das ist eine sogenannte Tierlist. Da gibt es verschiedene Kategorien, und zwar S, A, B, C, D. Kurz erklärt, S ist super. Eigentlich normale Kategorien sind so A bis D. A ist sehr, sehr gut, B ist okay, C ist, naja, und D ist schon eher schwierig. So. Und S ist halt eine überragende Leistung. Aber wer schon mal eine Tierlist gesehen hat, der weiß das auch. Und es wird sich auch im Verlauf des Videos verdeutlichen, denke ich mal. Ne? Lass uns einfach direkt losstarten. Wir nehmen uns die Spieler einzeln vor und starten mal einfach mal ganz hinten im Tor. Und der erste Torwart der Saison war Daniel Heuer-Fernandes. Hier ist er. Mensch. Wo wollen wir den einsortieren? Als Nummer 1 gestartet, als Nummer 2 geendet, ein paar unglückliche Aktionen, gut auf der Linie, nicht so gut in der Luft. Für mich eine B-Performance. Ja, da gehe ich mit. Du hast gesagt, mit als Nummer 1 gestartet, aber nicht die Nummer 1 geblieben, denn dann kam der Kollege hier ins Spiel. Ja. Wo seht ihr, Lars, wo siehst du Julian Pollersbeck? Ich würde sagen, vielleicht eine A. Also klar, am Anfang der Saison war es natürlich nicht so geil, aber ja. Das Comeback des Jahres für mich beim HSV. Wahnsinn. Ja. Das hast du schon geschrieben. Ja, weiß nicht, natürlich war er trotzdem am Anfang der Saison, er hat halt nicht gespielt, wahrscheinlich ja, weil er auch nicht gut war. Also deswegen ist vielleicht jetzt ein bisschen unfair, aber... Na gut war er schon, aber er hatte so ein paar Motivationsprobleme, ja, glaube ich. Aber ich finde, A ist eine sehr faire Positionierung. Also ich kann euch rein statistisch sagen, dass mit Daniel Heuer-Fernandes 1,69 Punkte pro Spiel geholt wurden und mit Julian Pollersbeck 1,33 Punkte. Ja, aber es sind nur dieser. Aber ja, ihr seht ihn trotzdem über Daniel Heuer-Fernandes, trotz der Statistik. Wir machen weiter mit Tom Mickel, dritter Torwart, oft im Kader gewesen, aber kein einziges Spiel. Aber man sagt ja immer, der Mann, der für die Motivation und der die Raute im Herzen trägt. Ja, immer fürs Tagebuch da, ich würde sagen, ganz entspannt eine A. Ja. Also der dritte Torwart ist besser als der erste Torwart. Ja, weiter der die ganze geht's. Ja, okay. Nee, Tom ist eine Bombe. Ja. Gerade weil wir auch hier die sportlichen Leistungen bewerten. Aber ist ja auch wirklich krass. Ganz viel Emotionen am Start. Wir machen weiter mit Big Rick van Drongelen. Da möchte ich nichts zu sagen. Lars, ich weiß, du bist großer Fan von Rick van Drongelen. Deswegen frage ich Kevin, wie hast du ihn gesehen? Mit gemischten Gefühlen. Einige okay Pässe, viele Stellungsprobleme, teilweise zu langsam, an Gegentoren zu oft beteiligt. Für mich eine C-Performance. Kannst du damit leben, Lars? Naja. 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 Ja. Okay. Dann gehen wir weiter durch die Abwehr rein und machen weiter mit Tim Leibold, der Vorlagenkönig des HSV mit 16, zumindest in gewissen Datenbanken, 16 Torvorlagen. Tim Leibold für mich die erste S-Kategorie. Also der ist nicht gut, der war tatsächlich überragend. Die S-Klasse unter den HSV-Spielern. Wow. Gut, jetzt Kevin. Nee, kann ich aber nachvollziehen, weil er in ähnlicher Form auf den Außenbahnen Tempo gemacht hat und ohne sein Wirken hätte der HSV eine ganz, ganz noch viel schwierigere Saison. Ja, die letzten Spiele waren nicht so stark, aber am Anfang war es. Das hat sich ja quasi dem Gesamtbild angepasst. Ja, deswegen. Wir sind bei Josh Wagnermann. Großes Abwehrtalent in den Reihen des HSV. Jemand, dem angeblich auch die Zukunft gehören soll. Für mich tatsächlich jemand, der unfassbar viel Potenzial hat, der wirklich einen spannenden Weg vor sich hat, aber leider aktuell, ich habe ihn hier schon ein bisschen hingezogen, eher eine C-Kategorie, oder? Ja, so also man erkennt sein Potenzial. Aber nachher, weiß ich nicht, auch noch ein bisschen verunsichert nachher. Er ist halt jung, aber, er kann nicht mit leben. Das ist ja erstmal nur die jetzige Situation. Ja. Nee, für mich reicht es tatsächlich in B.
leider. Vielleicht schieben wir ihn nachher noch woanders hin. Machen wir erstmal weiter. Dann haben wir den Kollegen Jordan Bayer, der im Winter ins Portugal-Trainingslager nach Lagos gestoßen ist, als Neuzugang. Jordan Bayer, von dem ich mir tatsächlich sehr viel persönlich versprochen habe. Naja, jemand, der immer die ersten Spiele waren ja auch okay. Ersten Spiele waren echt okay, also, da haben wir echt einen guten Ergebnis, aber dann also hat er sich hier zu seinen Abwehrkollegen relativ schnell gesellt, oder? Ja, doch. Ja. Jordan Bayer. Gideon Jung, ein häufig diskutierter Spieler in unter bei euch in der Community, natürlich auch bei uns intern in der Redaktion. Das war noch nicht alles so richtig nied- und nagelfest, wenn der da hinten drin stand. Also für mich tatsächlich ist es die erste D-Kategorie. Immer jemand, der sich reinschmeißt, auf jeden Fall. Man sieht, er will das schon, aber es ist nicht immer alles so glimpflich und glücklich abgelaufen. Nee, also D bin ich nicht damit konform. Ich würde ihn in die C-Kategorie packen. Was sagst du, Lars? Ja, also immerhin hat Dieter ihn ab und zu spielen lassen. Das spricht ja potenziell dafür, dass er ein bisschen was doch geleistet hat. Es gibt ja hier noch andere Kollegen später, die ich in D packen würde. Deswegen sehe ich das wie keiner. Schließe ich mich an. 29 Mal im Kader war der gute Mann. Dann haben wir Jan Jamra. Neuzugang vor der Saison gekommen. Verletzt gewesen, lange verletzt gewesen. Ja, sehr, sehr ärgerlich. Die ersten Spiele waren, glaube ich, tatsächlich aber auch ziemlich gut. Ja, und dann als er wieder da war, war es auch sehr, sehr gut. Ja, für mich auch tatsächlich auch eher eine positive Überraschung der Saison. Ja. Ich sag mal A. Ein bisschen schwer zu sagen, dadurch, dass er so viel verpasst hat. Das ist übrigens oben in der Mitte. Danke. für mich tatsächlich ist es ein A. Ja, ja, dann überstimme ich euch nicht. Ich hätte es wahrscheinlich B gemacht, weil er so wenig gespielt hat, aber ist okay. Tom Mickel hat gar nicht gespielt, wollte ich nur mal sagen. Ja, ich weiß, aber Legende. Der war teilweise so aktiv auf der Bank, wie manch anderer Spieler nicht auf dem Platz. Ja, das ist ein fairer Punkt. So, Timo Letschert ist der Nächste. Oh mein Gott. Für ein Jahr war er beim HSV. Und wir wissen, Abwehr ein großes Problem beim HSV. Und ich habe ihn auch nicht wenig starke Spiele von ihm gesehen. Klar, er hat mal ein, zwei Butzen gemacht. Ja. Aber gesellt er sich in C oder ist es tatsächlich doch unser erster Kategorie D-Spieler? Nee, Kategorie C passt zu Letschert. Packen wir ihn mal da rein. Ist das ein Witz? Kommentieren wir jetzt nicht weiter. Nee. Also ich hätte ihn tatsächlich in D gepackt. Ja? Den Fall wirklich. Ich glaube, er hat wirklich auch, also weil ich sage ja, er hat die anderen haben gespielt, aber er hat, glaube ich, wirklich nur gespielt, weil es keinen anderen gab. Also, Kevin, kannst du mal leben. Ja, wir diskutieren da sicherlich später nochmal drüber. Wir haben Kyriakos Papadopoulos, der sogar sich hier in unserer. Irgendwie 6 Spiele oder so, ne? Naja, aber auf jeden Fall 9 Mal im Kader. Mhm. Ich glaube, er hat sogar auch ein paar Spiele. Ja, ist halt Spieler, da, klar, Mentalitätsspieler kann ich alles nachvollziehen, aber. Ja, jetzt genau. Runter, so. Zack. Also leider, die Abwehr hat sich relativ weiter unten eingesiedelt und wir haben auch die nächste Abwehrkante, die brasilianische, das ist für mich Everton. Ja. Den würde ich auch auf die D-Platzierung packen. Ja, viel von versprochen, oft verletzt gewesen, konnte nie sein ganzes Potenzial selten zeigen. Fit. Und wie unser lieber Freund Helm-Peter sagt, mit Profifußball ist das eigentlich durch bei ihm und da hat der Peter wie so oft tatsächlich meiner Meinung nach genau, recht. Wir bewerten hier ja, was die Leute geleistet haben, außer bei Tom. Genau. Und dann würde ich sagen, er hat halt nichts geleistet, deswegen Jonas David. Ja. Wenig von gesehen, 13 Mal im Kader, ein Einsatz, dem die Zukunft gehört. Wie willst du das bewerten? Schwierig, ja. Aber ich würde jetzt einfach mal einen C packen. Ich finde, den ist ein netter Junge, der hat auch gerade seinen Vertrag langfristig beim HSV verlängert, ihm gehört die Zukunft, aber noch nicht die Gegenwart. Ja. Fair. So. Dann der letzte Abwehrspieler, Fun Fact, da haben wir ja nicht mal ein Porträtbild zur aktuellen Saison gefunden. Das ist nämlich der Kollege Stefan Ambrosius, hier mit dem Trikot der Vorjahre zu sehen. Aber tatsächlich hat er auch nur ein Spiel gemacht, weil er musste. Und da gab es eine rote Karte, da wollen wir nicht näher drauf eingehen, wir haben das alle noch in Erinnerung. Aber für mich tatsächlich eine sehr, sehr, das ist natürlich doof jetzt zu sagen bei einem Spiel, aber auf jeden Fall mindestens B, oder mindestens ist auf jeden Fall B, weil er hat eine sehr, sehr starke Halbzeit gespielt und hat eigentlich das gemacht, was man von ihm erwartet hat. Gehe ich komplett mit, hat mich positiv überrascht. Das finde ich irgendwie Quatsch, weil er hat ja nicht gespielt, das heißt offensichtlich war er, ja. Wenn er gespielt hat, war er gut. Ja, aber es war ja sonst offensichtlich nicht gut genug, um zu spielen. Naja. Also, es gab ja einen Grund, warum er nicht gespielt hat. Für sein junges Alter, ne? Also und seine Unerfahrenheit. Ich lasse ihn in B. Ja, können sagen, was ihr wollt. So, dann sind wir bei, weil das ist eine Demokratie hier. Wir sind bei Spiel dann, Adrian Fein. Uff. Das ist auch sehr, sehr schwierig. Hätte er seine Performance vom Anfang der Saison so durchgezogen, safe eine S. Klasse. Ja, also Hinrunde war sicherlich eine S. Aber es reicht noch für B, oder?
Ich finde es auch immer noch unfair, das ist auch in Wahrheit immer noch ein A. Also bis zu seiner kurzen Verletzungsunterbrechung, das war kurz vor Corona, war er doch S. Nur weil wir jetzt die letzten Spiele, also lass uns die letzten Spiele jetzt nicht überbewerten. Es war schon lange Zeit ein S. Ich bin für A. Ich freue mich auf die Kommentare unter diesem Video. Wir sind bei Louis Schaub im Winter aus Köln gekommen, weil von Gysi Gisdol aussortiert. Lars, hilf mir. Ah, ich sehe ihn, ich habe ihn. Auch, ich saß bei jedem Spieler, aber viel von erwartet. Du bist ähnlich treffsicher wie Louis Schaub, darum eine C. Ja. Schon wieder nicht verstanden. Ja, bin ich dabei. Also die ersten zwei Spiele waren, glaube ich, ganz gut und danach ging es gar nichts. David Kinzombi, Königstransfer und auch der teuerste Neuzugang. Brauchte sehr lange, um reinzukommen. Markant hat am Ende auf jeden Fall sein Potenzial abgerufen. Ja, das war eben auch diese häufig gestellte Frage im Community Talk. Wann ist Kinzombi bei 100%? Und das hat einfach zu lange gedauert. Er hat eine gewisse Stabilität reingebracht. B ist, glaube ich, in Ordnung, ja. 5 Tore, 4 Vorlagen ist schon okay. Gerade da er so Formschwankungen hat. Und ich hoffe auch jemand, der in Zukunft auch unter Daniel Thune durchstarten wird. Da geben wir ihm aber jetzt wirklich viel Credit für die letzten paar Spiele. Aber ist okay. Ist okay. Wir wollten ja die letzten Spiele nicht überwerten. Ja. Also. Oh, Jeremy Duziak. Ich möchte gar nicht lange mit euch diskutieren. Nicht, dass mir eure Meinung nicht wichtig ist, aber ich denke, ihr seid meiner Meinung. Ist schon der einzige Fußballspieler im Kader, aber S finde ich jetzt übertrieben. Also dafür hat er doch zu oft für mich auch dann doch nicht komplett überzeugt. Könnt also ihr euch mit A anfreunden? A finde ich fair, ja. Aber will ich. Kann gut für sein, aber ich finde es. Ja. Häufig diskutiert der Spieler, der Capitano, sein Vertrag wurde nochmal verlängert für ein Jahr, geht noch mit dem HSV ein Jahr durch die zweite Liga. Das Kevin, Aaron, was sagst du dazu? Da willst du ein paar Buttons drücken bei mir, ne? Ja. Ich sag mal eine C. Warum? Weil Hunt das Spiel oft verschleppt, weil er, ich weiß aus dem Training, wie schnell er sein kann, das ist er oft nicht. Viele Konter, die er hätte ausspielen können, hat er nicht ausgespielt. Nach seiner Vertragsverlängerung dann etwas besser im Spiel. Oder packen wir ihn einfach in B und machen einfach weiter? Ja. Also wir sind bei Christoph Moritz, die Pferdelunge, wie er gerne genannt wird. Die paar Spiele, die er gemacht hat, find schwer auch lustig und so. Ich könnte einfach nur sagen, geiler Typ auch einmal. Gerade in den letzten Spielen, wo wir immer das Problem hatten, der letzten halben Stunde und alle gesagt haben, ja, wäre das jetzt nicht der richtige Zeitpunkt? Anscheinend hat Dieter das nie gesehen. Ja. Also anscheinend nicht. Also, weiß ich nicht, bestimmt ein guter Typ, aber dadurch, dass er eben nicht zum Einsatz kam, C oder D? Über C, finde ich. Also, A, C ist schon okay. Na, wenn er da war, war es nicht schlimm. Nein, wirklich. Christoph Moritz, echt cooler Typ. Auch ein guter Typ. Der hat beim HSV halt leider nicht geklappt. Ja. Wir haben Sonny Kittle hier, den ich Sonny euch hier reinziehe. Ach. Auch schwierig, finde ich. Hätte ich ihn hier hingetan, aber das ist. Waren schon auch sehr gute Spiele, waren aber auch wirklich lahme Spiele, gerade zum Schluss. Zum Saisonbeginn echt eine S. Dann eher eine A und zum Schluss dann eher eine B. Also einigen wir uns auf die goldene Mitte und sagen A. Bin ich dabei. Du sagst A noch? Ich würde auch noch ihm trotzdem. Ja, gut, also gerade auch für 12 Tore, 7 Vorlagen schon okay. So, dann der Diebe Bakary Jatta. Ach, das war auch schwankende Leistung. War ab und zu wirklich richtig gut. Auch das Unberechenbare, aber nachher fand ich es auch, also da war er selber, glaube ich, also das Unberechenbare das Problem, Genau. Also für mich tatsächlich auch. Gerade zum Schluss irgendwie auch mit dem Kopf nicht bei der Sache, hatte ich das Gefühl, aber das hat andere Gründe, wie ihr der News-Berichterstattung bei uns entnehmen könnt. Ja. B ist wahrscheinlich. B ist fair. Okay. War gute, extrem gute Spiele und auch ein paar nicht so starke. Wir sind bei meinem finnischen Freund aus dem hohen Norden, bei Joel Pojanpalo, wie ich schon immer gerne sage. Pojanpalo. Danger. Ja. Wie witzig, dass du Narei jetzt in Sturm gesteckt hast. Habe ich? Und vergessen hast bisher, aber es macht ja nichts. Er hat ja auch mal rechts außen gespielt. Das ist richtig, Pojanpalo. Oh, snap. Das ist halt die Frage. Pojanpalo ist für mich auf jeden Fall hier. Also ab dann, wenn er gespielt hat, war es schon. Falls ihr euch wundert, die Jungs gucken da auf dem Bildschirm, dass sie es nochmal genau sehen können. Aber oder ich gucke halt die Leute beim Gespräch an. Das gebietet, glaube ich, nicht so gewohnt von dir, deswegen. Nee, so, schwierig. Wow. Für S reicht es vielleicht nicht ganz oder doch?
Ja, also na gut, schon vielleicht, das, ja doch, du hast schon recht. Er hat die Joker-Rolle gehabt, da hat er richtig gut funktioniert, dann hat Hacking ihn ja zum Stammspieler gemacht, da hat er auch immer noch genau, was wollen wir denn? Genau. Also, was erwarten wir denn? Was kannst du mehr leiten? Genau. Nein, ist ein absolut, vor allem viele haben gesagt, ey, der hat seit 35 Jahren kein Fußball mehr gespielt, da kommt gar nichts und dann schießt er quasi mehr kurz die zweite Liga kaputt. Übertrieben gesagt. Wahnsinn. So, wir sind bei Lukas Lucky Hinterseher. Keine Ahnung, dein Freund Narei kommt noch. Naja. So, wir sind hier bei Hinterseher. Hinrunde, auch wieder so ein klassischer Hinrundenspieler beim HSV gewesen. Hat seine Dinger gemacht, aber gerade zum Ende wurde er dann ja von Pian Palo auch aus dem Kader, nee, aus dem Kader, Quatsch, aus der Startelf verdrängt. Also kam er fast gar nicht mehr zum Einsatz. Echt wirklich immer nur noch Kurzeinsätze. Fast C, oder? Oh, nein, am Anfang der Saison relativ viele Tore geschossen hat. Ja, das weiß ich noch. Okay, also am Anfang war es schon wahrscheinlich eher ein A. Ja, zum Schluss nicht. Wir wollen ja die letzten Spiele nicht überwerten, deswegen B. Amici. Ach, was geht eigentlich bei Amici? Ach, nee, kein Kommentar. Martin Harnik. Uff. Schwierig, ne? Für mich leider C. Ja, doch, leider. Also er hat immer auch ganz am Ende, wo er noch Spielzeit bekommen hat, immer Chancen gehabt, hat sich was rausgespielt, aber wenig Dinger dann rausgemacht. Was mir bei Harnik hängen geblieben ist, der Typ auch, dass er Stabilität gebracht hat für Wagnermann, als er vor ihm gespielt hat. Ja, das stimmt. Da war so diese rechte Achse, war tatsächlich sehr, sehr. Also hat auch nur ein paar Spiele gedauert. Das war reicht aber trotzdem nicht für die B-Kategorie. Nee. So, und wir kommen zu Khaled Narei, den ich als Rechtsaußen sehe. Aber. Deswegen ist er hier richtig aufgehoben. Der, glaube ich, viel häufiger Rechtsverteidiger gespielt hat als Ersatz. Ja, das aber ja. Ich glaube. 18 Spiele gemacht? Nee. So ein bisschen die graue Maus des Kaders, oder? Ja. Ja. Ich habe jetzt keine so richtig schlechten Spiele, aber ich habe auch wirklich die erste Saisonhälfte nicht mehr so richtig präsent durch Corona. Nee. Das ist alles so ewig hergefühlt. Aber ich spiele so ein bisschen mit B tatsächlich. Ja, passt, ne? Würde aber sagen, das machen wir nur, weil wir uns nicht mehr dran erinnern können. Ja, ja, das ist darauf. Spricht auch nicht unbedingt für ihn, muss ich sagen. Darauf möchten wir auch jetzt nicht festgenagelt werden. Nee, aber. Also, ja. So, dann haben wir den spanischen Kollegen Jairo Samperio. Boah, auch leider C. Er hatte natürlich nicht so viele Einsätze, aber ja, ist dann auch untergegangen. Ne? Einsätze sogar ganz gut, aber das ist auch schon wieder alles so lange her. Ach, das ist gut, dass wir dann genauso ein Video machen, wenn wir es überhaupt nicht. Wahnsinn, ne? Also ich würde sogar fast sagen Tendenz D. Nee, würde ich nicht sagen. Nee? Nein, gut. Schon C. Tendenz D ist nämlich der nächste Kollege. Das ist leider Bobby Wood, ja, das stimmt. Haben wir die E-Kategorie, hattest du vergessen da unten, ne? Nicht übertreiben lassen, bitte. Ja. So, dann haben wir auch den letzten Kollegen natürlich hier rein. Und dann sind wir auf dem Hermann. Das, liebe Freunde des HSV. Zusatzfrage. Und der Rautenperle. Bitte. Will ich nicht unterbrechen. Zusatzfrage. Nee, hast du auch gar nicht gemacht. Also. Wo würdet ihr dieser Hacking einplatzieren? Eieiei. Gut gestartet. Wir wollen die letzten Spiele jetzt nicht überbewerten. Ja. C. Ich sehe ihn tatsächlich B, aber. Ja, ich wüsste die Antwort. Wir sind mal gespannt, was ihr dazu meint. Schreibt es gerne in die Kommentare oder noch viel, viel besser. Macht es selber. Macht es selber. Macht das selber. Genau. Ich nehme euch jetzt hier mal ganz kurz in die Klause. So. Und dann kann ich euch nicht mehr erzählen, dass wir das Ganze bei uns im Forum auch für euch parat haben. Ihr könnt also diese Liste nehmen und eure eigene Variante zusammenbasteln. Wo kann ich das denn machen, Kevin? Wo geht das denn? Warte mal, forum.rautenperle.com. Das ist ja Wahnsinn. Müsste hier unten eingeblendet werden oder ihr schaut in den Link da in der, ne, ihr kennt das ja. Oder einfach in die Videobeschreibung schauen. Da kommt ihr dann zu unserem Forum, könnt das Ganze selber bauen, selber reinposten und dann sind wir mal gespannt, was bei euch rauskommt, wie ihr den Kader seht. Lasst uns gerne wissen, wie ihr das Ganze hier gefunden habt, indem ihr einen kleinen Kommentar da lasst oder einfach auch einen Daumen nach oben gebt, falls oder es euch ein gefallen Abo hat. Oder die Glocke aktiviert oder sowas. Irgendwas, genau, was man halt so macht, was man hier auch so sagt noch. Was man so denkt. Genau. Ja, ihr habt gemerkt, ein etwas anderes Video außer der Reihe bei der Rauenpelle. Wir haben Sommerpause und denken, das ist vielleicht eine ganz schöne Idee, um sowas zu machen. Wenn ihr Ideen habt für zukünftige Tierlisten, worüber wir sprechen sollen, schreibt es auch in die Kommentare. Ich glaube, es wird einige Kommentare geben können. Ich bedanke mich bei Lars aus unserer Redaktion, bei Kevin aus unserer Redaktion. Vielen Dank an dich, Yannick. Aus unserer Redaktion. Wundervoll. Und wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal bei der Rautenpelle mit dabei seid, wenn ihr uns treu bleibt, unsere weiteren Videos guckt. Macht es gut und bleibt gesund. Alles Gute. Tschüss. Reingehauen.